Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich grüße auch die Herrschaften vom 3D Model Starter Channel, die mir gewogen sind und meine Videos anschauen. Ich hatte ja in meinen letzten Videos versprochen, dass etwas mehr gegen Jahresende wieder von mir kommen wird. Da hatte ich dann allerdings auch nicht damit gerechnet, dass ich wieder in eine Festanstellung wechseln muss. Und das ist jetzt eine persönliche Sache, die ich preisgebe und die euch vielleicht allen auch zu denken geben wird. Also das war jetzt dann so, dass ich recht kurzfristig und mit mehr Glück als Verstand dann bei einer großen Fotovertriebsfirma als Produktfotograf und Mediengestalter anfangen konnte. Da arbeite ich jetzt mittlerweile ein Vierteljahr. Ich kann euch versichern, es ist so stressig, dass ich nicht mal mehr am Wochenende dazu gekommen bin, weil ich eben ja auch noch meine eigenen kleineren Aufträge habe hier für das TASPP-Studio TASP, dass ich da nichts anderes mehr machen konnte und Videos drehen schon zweimal nicht. Dann haben mich meine Osram SLG 1000 Leuchten etwas im Stich gelassen. Eine ist tatsächlich explodiert. Die anderen haben schlapp gemacht. Nun, das sind ja ältere Produkte und diese 1000 Watt Birnen, die liegen nun schon auch wahrscheinlich Jahrzehnte teilweise auf Lager und packen dauerhaftes Brennen dann über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hinweg, wenn ich hier drehe, nicht. Ich habe da eine ganz neue Lösung gefunden. Ich bin mal gespannt, ob die praktikabel ist. Im Moment bin ich noch nicht so ganz sicher. Habe dafür eine Halterung gebaut. Das seht ihr jetzt ja alles hier im Video eingeblendet, aber irgendwas stimmt mit der Lichtfrequenz nicht, also normalerweise sollten das 50 Hertz sein, es flackert leicht. Ihr könnt mir aber trotzdem sagen, wie gut euch das Bild gefällt, ansonsten sollte es eigentlich kein großer Unterschied zu vorher sein. Also bitte in die Kommentare reinschreiben, ob das so passen würde. Das ist übrigens eine Straßenlaterne LED. Die bringt tatsächlich mit 300 Watt Leistung so viel Power wie die SLG 1000 vorher. Oh, da ruft mich jemand an, aber das kommt dann später noch. Ah, und ich sehe auch jetzt schon das Flackern. Das liegt aber in Schwankungen des Stromnetzes hier. Ja, wie geht's jetzt weiter? Natürlich versuche ich, meine Versprechen einzuhalten. Jetzt hat einer mich ganz nett angeschrieben, also da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Der hat gemeint, ja, er will Lampen fotografieren, er kann sich ein Produktfotograf nicht leisten. Er hätte jetzt gehofft, dass ich noch meine Serie über diese glänzenden Gegenstände, also Flaschen, Whisky und so weiter, ein bisschen weiterführe. Ich kann dir versichern, ich bin auf der Suche nach einer schönen Lampe und bin tatsächlich sogar jetzt bemüht, da ich ja jetzt wieder filmen kann, auch hier ein entsprechendes Video noch bereitzustellen, denn ich habe noch bis Anfang Januar jetzt Urlaub und kann noch ein bisschen was machen. Auch von daher wirst du also hoffentlich nachher zufrieden sein und findest die Infos, die du brauchst. Ich habe noch tatsächlich drei komplett ungeschnittene Videoproduktionen in der Mache. Auch da werde ich versuchen, einige auf den Weg zu bringen, unter anderem auch natürlich für den 3D Model Starter Channel. Hier geht es ja jetzt einmal um das Fertigstellen des Pipe Revolvers. Und da habe ich auch schon genug Footage beieinander, um hier jetzt mal endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Und dann wird es auch weitergehen mit Airbrush-Techniken und Pipapo, Trulala. Also, es geht schon was, aber jetzt leider verzögert. Und ich gebe grundsätzlich jetzt keine Prognosen mehr ab, dass ich dies und jenes noch in diesem Zeitraum schaffen werde. Das wird wahrscheinlich eh nicht gelingen, weil die Arbeit wird nicht weniger. Und ich habe halt, wie gesagt, auch am Wochenende dann hier noch was zu tun. Ja, Leute, generell zu dieser ganzen Corona-Lage, mich bedrückt das sehr. Die Menschen werden immer aggressiver, auch auf der Straße. Man wird angepöbelt, sobald man hier jetzt nur die Maske ein bisschen verrutscht hat. Wer mich kennt, kennt meine Ansichten zu diesen Masken allgemein. Und wer sich ein bisschen wissenschaftlich mal damit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die eigentlich so gut wie nichts nützen. Ich leugne dieses Virus in keinster Weise. Es gibt nur einige Geschichten, die mich ein bisschen stutzig machen. Und ich denke, dass einige machtpolitische Geschichten hier mit im Vordergrund stehen. Zum Beispiel
die endgültige Erschaffung des gläsernen Menschen, so wie ihn sich die Regierungen in aller Welt schon sehr lange wünschen, damit sie die absolute Kontrolle über uns erhalten. Aber ich will auch hier jetzt keine Verschwörungstheorien zum Besten geben, sondern ich möchte nur den Leuten, die etwas zu sagen haben in diesem Land, mitteilen, dass es genug gibt, genug andere Menschen, die drüber nachdenken, was da passiert und die das ganz genau beobachten. Und wir hatten ja schon mal eine Zeit, wo das eben nicht so war und die breite Masse dann Einzelnen hinterhergeströmt ist. Und was dabei herausgekommen ist, das wissen wir ja. Aber so in der Art möchte ich das unserer Regierung und anderen Regierungen keinesfalls unterstellen. Aber wir sind wachsam und wir passen schon auf, was ihr macht. Gut, das ist das eine. Das andere ist, ich habe natürlich interessante Projekte jetzt noch laufen und werde auch bestimmt noch einige Tests machen. Na, da sieht man, da haben wir wieder Schwankungen im Stromnetz. Also ich beobachte das mal sehr genau. Das ist ja eine Straßenlaterne hier, das Teil. Die ist natürlich jetzt nicht so ausgestattet wie professionelle Videolichter, aber erheblich günstiger. Und das wird dann auch so ein Test sein, wo ich euch sagen kann, Mensch, man kann das hier für den Hobbybedarf benutzen. Ist ja hier auch im Prinzip mehr Hobby, diese Videofilmerei von mir, denn dass ich es professionell mache. Und von daher werde ich da auch noch ein Urteil abgeben. Ja, übrigens auch mit Lichtmessungen und mit allem drum und dran, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ja, schauen wir mal weiter, was 2021 uns bringt. Ich möchte gerne mehr auch im Bereich 3D-Druck machen, auch für die Videozubehörgeschichten. Auch hier diese Halterung für diese Lampe ist wieder ein interessantes Projekt gewesen, das ich innerhalb von einem Tag durchgezogen habe. Auch das werde ich euch zeigen. Da hat mir übrigens eine Makroschiene sehr geholfen. Ihr werdet erstaunt sein, auch dieses Jahr, was man alles mit Fotozubehör machen kann, was eigentlich gar nicht für dessen Zweck gedacht war. Und das ist auch weiterhin mein Ziel, euch nahezubringen, dass ihr Ideen entwickelt, wie ihr euch professionelles Studiozubehör selber erschaffen könnt und erdenken könnt, ohne dass ihr Geldbeträge hier auf den Kopf hauen müsst, die wirklich gewaltig sind. Und von daher wird's mich freuen, wenn ihr mir weiter gewogen seid, und bitte abonniert meinen Kanal und schenkt mir ein Like. Und ihr habt genug Möglichkeiten über Patreon oder zum Beispiel über PayPal, auch über PayPal.me, mir eine Spende zukommen zu lassen oder mir auch Sachspenden zukommen zu lassen in der Form, wie ich sie auf meiner Amazon Wishlist bereitstelle. Das findet ihr alles unten in den Kommentaren und ihr helft mir damit ungemein. Leute, ich arbeite im Moment noch mehr denn je, um einfach wenigstens noch dieses Studio hier halten zu können, das eigentlich mein großes Lebensprojekt war. Und im Moment sieht es durch diese ganze Corona-Sachlage eher so aus, als werde ich das aufgeben müssen. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Noch kann ich es halten, aber naja, es sieht nicht wirklich so toll aus für 2021. Nun denn, ich will nicht weiter flennen, das ist auch gar nicht so mein Ding, sondern ich will euch schildern, wie es wirklich ist. Und Leute, ich habe jetzt 2500 Abonnenten, es geht zwar auf 2600 zu, aber ja, mehr langsam. Es ist immer schön zu sehen, wenn man jetzt eine Fangemeinde hat, die stabil ist, und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Denn es sind auch tatsächlich nicht wirklich weniger geworden, es werden wieder etwas mehr. Und es sind vor allen Dingen, das sage ich euch ganz ehrlich, keine gekauften Abonnenten, wie ich das auf manchen Kanälen so finde. Und ich habe auch leider jetzt über Dritte einen Einblick etwas erhalten, wie das ganze Geschäft auf YouTube und auf Amazon funktioniert. Und das ist nicht so prickelnd. Da werdet ihr erstaunt, wie hinterlistig und wie wie eingekauft in Wirklichkeit alles ist. Das ist hier in diesem Kanal nicht der Fall. Es gibt ehrliche Kommentare, es gibt wohlwollende oder weniger wohlwollende Kommentare, aber sie sind da und sie sind von ehrlichen Zuschauern, und das freut mich einfach wahnsinnig, und so soll das auch bleiben. Und ich brauche keine 50.000 Fans und ich brauche keine 100.000 Abonnenten.
sondern ich brauche welche, die wirklich kritikfähig sind und die Spaß an der Sache haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein ganz frohes Weihnachtsfest, ein glückliches neues Jahr 2021 und viel Gesundheit, Zuversicht und einfach das, was ihr euch alle selbst auch wünscht. Euer Alex.